Hi, bei mir geht es heute um das Sigma 1835 mit 1,8er Blende, was in den letzten Monaten so ziemlich zu meinem Lieblingsobjektiv geworden ist. Warum das so ist und ob es auch Sachen gibt, die mir nicht so gut gefallen haben, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ich habe dieses Objektiv jetzt schon seit 4 bis 5 Monaten im Einsatz, habe mir das also zusammen zu der Canon C200 gekauft, denn die C200 ist ja eine super 35mm Kamera, also hat einen super 35 Sensor, das ungefähr der APS-C Größe entspricht, und dieses Objektiv ist halt eben auch ein APS-C Objektiv, das heißt, es ist leider nicht Vollformat geeignet. Fangen wir erstmal an mit den Sachen, die mir sehr, sehr gut gefallen. Was wirklich ganz klar raussticht bei diesem Objektiv, ist die Bildschärfe. Das Objektiv ist übertrieben scharf, selbst offenblendig kann man damit schon perfekt arbeiten und man muss eigentlich gar nicht abblenden. Das heißt, Leute, die gerne offenblendig filmen mit einer 1,8er Blende, können auf jeden Fall schon mal zu diesem Objektiv greifen. Was auch sehr gut im Griff ist, sind die chromatischen Aberrationen. Die sind so gut wie gar nicht vorhanden. Auch offenblendig und auch bei schwierigen Lichtsituationen hat man kaum chromatische Aberrationen. Also das gibt auch wirklich volle Punktzahl hier, extrem gute Bildqualität. Vignettierungen sind auch sehr, sehr gut im Griff. Klar, bei Offenblende hat man so eine leichte Vignettierung. Wenn man dann abblendet auf 2.0 oder 2.4 oder 2.8, sind die Vignettierungen so gut wie gar nicht mehr vorhanden. Was mir auch sehr gut gefällt, ist der Zoombereich. Also bei 18mm hat man eben so ein leichtes Weitwinkel, aber eben nicht zu weitwinklig, dass man irgendwie sehr starke Verzerrungen hätte oder so. Und beim 35mm hat man eben so einen normalen Objektivbereich. Eignet sich also perfekt, um Menschen zu fotografieren oder Porträts oder sowas, beziehungsweise Porträts zu filmen. Und noch eine positive Sache ist der Naheinstellbereich. Das hatte ich ja schon in meinem Produktvideo Shots Tutorial erklärt. Mit diesem Objektiv kann man sehr, sehr nah an Objekte rangehen oder fokussieren. Das heißt, ich kann mir mit diesem Objektiv auch ein Makroobjektiv sparen. Natürlich ist es kein vollwertiges Makroobjektiv, aber ich kann schon sehr, sehr nah an Objekte rangehen und für meine Anwendungsgebiete vollkommen ausreichend. Und was natürlich auch noch sehr gut ist, was ich noch vergessen habe, ist die Verarbeitungsqualität. Also der Fokusring und der Zoomring hier, die laufen extrem weich. Es fühlt sich sehr wertig an, ist also aus Metall, ist allerdings auch sehr, sehr schwer. Also für Leute, die jetzt irgendwie auf wenig Gewicht viel Wert legen, für die ist das Objektiv eher nichts. Das wiegt schon eine ganze Menge, ist auf Dauer schon relativ anstrengend, gerade mit der Canon C200 hier noch in Kombination ist es schon ganz schönes Gewicht, was man da jetzt so rumschleppt. Aber an sich, ich mag das eher, wenn Objektive ein bisschen schwerer sind. Ich lege da auf jeden Fall immer viel Wert drauf, dass sich das Ganze wertig anfühlt, und das tut dieses Objektiv hier auf jeden Fall. Und noch eine sehr positive Sache für Leute, die viel mit einer Steadicam oder mit einem Gimbal arbeiten: Das Objektiv ist innen fokussiert und innen gezoomt. Das heißt, die Linsen bzw. das Gewicht verschiebt sich nicht, wenn man zoomt oder fokussiert. Das heißt, man muss die Steadicam oder den Gimbal nicht neu austarieren, wenn man hier die Brennweite oder den Fokus verstellt, sondern kann einfach ganz normal weiterarbeiten. Das ist natürlich sehr, sehr komfortabel und erspart einem eine Menge Arbeit. So, das waren jetzt eine ganze Menge positive Sachen. Also eigentlich alle Sachen, worauf es ankommt, kann dieses Objektiv hier auf jeden Fall erfüllen. Es gibt noch so ein paar negative Sachen, und dazu komme ich jetzt. Die Sache, die mich jetzt am meisten gestört hat, ist das Geräusch vom Autofokus. Und zwar ist der relativ laut, wenn ich jetzt hier mit der Canon mit dem Dual-Pixel Autofokus fokussiere. Es ist einfach relativ laut, und wenn man ein Mikrofon auf der Kamera drauf hat, hört man das auf jeden Fall. Deshalb würde ich mit diesem Objektiv, wenn man den Ton auch aufzeichnen möchte, auf jeden Fall manuell fokussieren. Wie das jetzt im Fotomodus aussieht, das konnte ich leider nicht testen, weil ich keine Canon-Fotokamera hier hatte. Aber ich denke, im Fotomodus ist das deutlich leiser als jetzt im Filmbetrieb. Der Autofokus im Filmbetrieb funktioniert übrigens mit dem Dual-Pixel-Autofokus der Canon ziemlich gut. Das Einzige, was ich leider nicht verstellen kann, ist die Autofokus-Geschwindigkeit. Das heißt, ich kann eben nicht variieren, was die Geschwindigkeit angeht, sondern muss mich auf die vorgefertigte Einstellung da verlassen. Ich muss aber sagen, ich komme sehr, sehr gut klar mit der Autofokus-Geschwindigkeit in der Kamera. Und noch ein Nachteil, den ich leider voll vergessen habe, den ich jetzt hier im Nachtrag mache und gerade freihand mit der C200 filme und dem Sigma 1835. Das Objektiv hat leider keinen Bildstabilisator, das werdet ihr jetzt auch hier bei der Aufnahme sehen, dass es ganz schön wackelt, wenn man nicht gut aufpasst beim Freihandfilmen. Das ist auf jeden Fall noch so eine negative Sache, die man unbedingt erwähnen sollte. Ansonsten habt ihr gemerkt, gibt es eigentlich nur Positives über dieses Objektiv zu berichten. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist echt überragend bei diesem Objektiv. Es hat schon einen Grund, warum dieses Objektiv ja auch bei dem Red Raven Kit dabei ist. Das ist einfach wirklich ein perfektes Objektiv in meinen Augen und ist mein absolutes Lieblingsobjektiv in den letzten Monaten geworden. Früher war das ja immer das Valimax 35mm Objektiv und jetzt ist es definitiv hier das 1835. Für Vollformat ist das natürlich nicht tauglich, das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie eine A7S oder sowas habt, könnt ihr dieses Objektiv leider nicht benutzen, zumindest nicht im Vollformatmodus. Aber für Leute, die jetzt irgendwie eine Sony A6300 oder eben so eine Canon Cinema Kamera oder eine Red zum Beispiel haben, können dieses Objektiv auf jeden Fall uneingeschränkt nutzen. Ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Bei vielen Vollformatkameras könnt ihr aber auch in den Crop-Modus gehen und dann auch dieses Objektiv gut nutzen. Ist dann trotzdem die Frage, ob sich das lohnt, dieses Objektiv sich zuzulegen, wenn man dann die Vollformatkamera im Crop-Modus benutzt. Aber es ist theoretisch möglich. Das war's von mir zu diesem Objektiv. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen und war unterhaltsam und hat geholfen. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.